PlayStation Plus. The new monthly games. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen PS Plus Video. Ja, Sony hat die Gratis-Games für den Juli 2024 preisgegeben, bekannt gegeben. Welche Spiele das sind und ob es sich lohnt, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Das erste Gratis-Spiel für den Monat Juli 2024, Among Us. Spiele mit 4 bis 15 Spielern online und versuche, dein Raumschiff zum Abflug vorzubereiten. Doch pass gut auf. Denn einer oder mehrere zufällig bestimmte Spieler der Besatzung sind Verräter und wollen alle umbringen. Das nächste Gratisspiel, Borderlands 3. Der originale Shooter-Looter kehrt zurück. Bazillionen von Waffen und ein Abenteuer voller Gemetzel. Ballere dich als einer von 4 neuen Kammerjägern durch neue Welten und Feinde. Spiele solo oder mit Freunden gegen ihre Gegner. Hole dir massenweise Beute und rette deine Heimat vor den skrupellosesten Kultanführern der Galaxis. Und das dritte Gratisspiel, NHL 24, erweckt authentische Eishockey-Action auf dem Eis mit brandneuen Gameplay-Funktionen zum Leben. Erlebe mit der Exhaust Engine die Hektik und Ermüdung eines anstrengenden Spiels, bei dem anhaltender Druck im Angriffsdrittel neue spielveränderte Effekte wie Goalie-Ermüdung auslöst, durch die die Reaktionsfähigkeit des Goalies abhängig vom Angriffsdruck des gegnerischen Teams nachlässt. Ja Leute, das waren die drei Gratis-Games für den Juli 2024. Ja, wir haben NHL, ja, wer auf Eishockey steht, für den ist das was. Das Spiel kostet, glaube ich, normal 70, 80 Euro. Ja, für Sportbegeisterte, ja, mag das vielleicht ganz cool sein. Für mich ist es absolut gar nichts. Borderlands 3, also ich habe mal Borderlands 1 und 2, glaube ich, mal angezockt. Ist gar nicht mal so schlecht. Also wer auf solche Spiele steht, ja, kann man nehmen, aber es sind halt natürlich auch ein bisschen ältere Spiele. Die meisten werden das Spiel mit Sicherheit schon haben. Und das dritte Spiel, Among Us, finde ich ein bisschen lächerlich, sage ich ehrlich, wie es ist. Ich habe mir nämlich geguckt, das Spiel kostet, ich glaube, 4 Euro im Store. Sowas gibt man dann gratis an seine PS Plus Mitglieder raus, finde ich eine absolute Frechheit. Sage ich ehrlich, wie es ist, absolute Frechheit in meinen Augen, ein Spiel von 4 Euro als PS Plus Gratis-Game rauszuhauen. Gut, liebe Leute, ansonsten, ja, war's das hier. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gerne in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.